Nach 6 Jahren geht das Neo-Magazin auf den Fernsehfriedhof. Böhmi macht sich einen Lenz, meine Damen und Herren. Wir wollen uns von der Show, von den lieben Kollegen aus Köln, mit einem kleinen Lied verabschieden. Und dazu setze ich mich mal hin. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Beide in die Pause, nur einer steht dann nicht mehr auf. Du hast deinen Teil erledigt und bei Gott, du hattest deinen Lauf. Varoufakis Finger im Arsch von Günther Jauch. Erdogan weint heute noch und die doofe Vera auch. Nachts wurdest du dann zum Sohn des Polizisten, rasierst ihre Listen und wolltest sie finden. Und das soll jetzt alles wirklich erstmal vorbei sein. Soll das dein Ernst sein, du faules GZ-Schwein? Und machst du schon den Rat? Was soll ich allein hier? Ich sag Hase, du bleibst hier. Du kannst nicht einfach so gehen. Was sollen WGs denn jetzt ansehen? Was sollen sie denn? Stream. Das kennen wir schon von Howard, dem Großvater von Wayne. Große Abschiedstournee und dann das große Wiedersehen. Alle sollen weinen und denken, dass das jetzt war. Ich kenn das Schauber Halligalli. Und dann Kuckuck wieder da. Genieße deine Pause und ruh dich besser aus. Doch nicht zu lang, denn sonst besetzen Berliner dieses Haus. Das Neo-Magazin kommt nach der letzten Dreh. Jetzt ins Museum. Ich mach hier so langsame Brille, bis ihr wieder da seid. Überbrück ich hier die Zeit allein. Ciao, liebes Neo-Magazin. Ciao, Böhmi. Ganz viel Erfolg, das kommt wirklich von Herzen. Komm bald wieder, ja, mach's gut. Thanks for the fight. Ganz viel Erfolg bei eurer neuen Sendung im neuen Jahr. Hab dich lieb, mein lieber Böhmi. Aber für die Six-Werbung hau ich dir irgendwann noch auf die Fresse, ja?